Ich glaube nicht, dass Chemnitz einfach dadurch, dass es Chemnitz ist, anfälliger ist für rechtsradikale Meinungen. Das ist halt wie überall sonst, wenn man da halt nichts gegen macht. Und wenn man einfach sagt, das Problem löst sich dadurch, dass man sagt, es gibt kein Problem, dann passiert halt sowas. Ich bin Kummer, ich komme aus Karl-Marx-Stadt und bin ein Musiker und bin jetzt gerade 30 geworden. Ich hatte eine glückliche Kindheit, würde ich sagen. Ich bin aufgewachsen in einer Stadt nach der Wende. Es war sehr viel kaputt, sehr viel unrenoviert. Das war ein bisschen geil so für uns als kleine Rotzer. Wir konnten in alle Häuser immer reingehen. Das war so eine zentrale Kindheitserinnerung, die ich mit der Stadt verbinde, dass alle Häuser offen waren. Also es war halt unglaublich viel Platz so, und das ist ja immer noch so, dass halt hier so viel Platz ist. Viel Fabrik-Raves, viel sowas, halt viel Platz für Kunst. Wenn es sonst niemand besetzt, solche Räume, dann machen es halt meistens irgendwelche Leute, die da irgendwas reinbasteln. Ja, mit 14, 15 sind wir halt losgezogen in die Clubs der Stadt. Also die Clubs, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert hier. Chemnitz war zu groß, um irgendwie so ganz provinziell zu sein, aber zu klein, dass so jede Subkultur in ihrer eigenen Suppe bleiben konnte. Tatsächlich war eigentlich dieser Punkt, wo wir angefangen haben auszugehen, war parallel genau der Punkt, wo wir angefangen haben, dann diese ersten Erfahrungen zu machen mit Pools und mit Nazis und mit auf die Fresse bekommen. Das bedingte sich irgendwie, da haben wir nie großartig drüber nachgedacht, aber das war halt echt so eine Wechselwirkung. Es war auf der einen Seite unglaublich geil und unglaublich aufregend, so das Nachtleben auszuchecken und so die ersten Male so, wow, laute Musik und tanzen und knutschen und Alk und alles so, und gleichzeitig war halt immer auch so diese Gefahr, ja okay, auf dem Nachhauseweg kann es halt gut sein, auf die Fresse zu bekommen. Ich bin auch aufgewachsen ein bisschen mit genau diesen Gruselgeschichten. Also weißt du, das war so, bis ich eben 14 war, kannte ich immer nur diese Geschichten von diesen 90er-Faschos, so diesen Springerstiefel, weiße Schnürsenkel, Baseballschläger, so. Das ist aber ja, das waren ja aber gar nicht die Faschos, die ich quasi kennengelernt habe. Ich kannte nur so als Geschichten. Und die Leute, die wir dann kennengelernt haben, nachts, so, die sahen gar nicht mehr so richtig aus wie diese Comic-Bomberjacken-Faschos, so die man so aus den Geschichten kennt. Aber das war ja noch eure. Ich habe mehrere solche Schlüsselerlebnisse. Klassiker, hast du mal eine Zigarette? Entweder du hast keine Zigarette gehabt, dann hast du halt aufs Maul bekommen, weil du keine Zigarette hattest. Oder du hattest tatsächlich Zigaretten, dann hast du danach keine mehr gehabt und trotzdem ein paar aufs Maul gekriegt. Oder du hattest nur Drehtabak und dann hast du direkt mal auf deine Hippie-Fresse verdient, so mäßig. Das klingt jetzt so, als ob wir so eine angsterfüllte Jugend gehabt hätten. Das war überhaupt nicht so. Das gehörte irgendwie einfach mit dazu. 90% der Fälle sind wir natürlich weggerannt. Also das war ja keine Option, sich da zu stellen. Also ich hätte mich schon gerne gewehrt. Und ich hätte schon gerne zurückgeschlagen. Aber das war halt einfach, das Kräfteverhältnis war einfach grotesk verteilt. Ich meine, wir waren irgendwelche 14-, 15-Jährigen so. Da war nichts großartig mit zurückschlagen. So. Aber es hat sich auch nicht geil angefühlt, immer wegrennen zu müssen. Ich habe mich immer ein bisschen schwer getan mit so Heimat. Ich sehe mich nicht als Deutschen und ich sehe mich erst recht nicht als Ostdeutschen. Wenn überhaupt, dann habe ich mich halt tatsächlich immer als Chemnitzer gesehen. Und das liegt aber halt auch daran, dass wir in Chemnitz so eine Art gebrochenen Lokalpatriotismus haben. Ich kenne eigentlich niemanden, der das ernst meint, wenn er sagt, yo, ich komme aus Chemnitz. Also für manche ist das ein Minderwertigkeitskomplex, ich finde das irgendwie ganz sympathisch. Wir als Chemnitzer hatten ja auch immer so ein ganz seltsames Verhältnis so zu unserer Heimatstadt. Wenn du als Chemnitzer hier wohnst, gibt es immer so eine Art Grundwundern so darüber, warum wohnst du noch hier? Ich finde Ossi als Begriff weder geil noch irgendwie lustig. Also ich mag das nicht, wenn ich als Ossi bezeichnet werde. Ich mag auch nicht so diese Selbstermächtigung, dass man dann jetzt sagt so Ost, Ost, Ostdeutschland. Und also das finde ich auch ungeil. Dass man als Chemnitzer und vielleicht auch als Ostdeutscher, ich weiß es nicht, ne, ich kann das nur so als Chemnitzer sagen, das stimmt schon, wir haben halt diesen Minderwertigkeitskomplex, der ist wirklich super tief verankert. Woher der kommt, weiß ich nicht so genau. Und ich weiß auch nicht, wie der weggehen könnte, aber ich weiß, dass es das Ding gibt, so, das stimmt schon. Aber 30 Jahre nach Mauerfall wird dann immer noch so, wir sind die Vernachlässigten und Bürger zweiter Klasse und nichts wird für uns gemacht und so. Und dann fährst du mal nach Aachen, Alter, oder nach Bochum und guckst dir das dort an, wie es dort aussieht. Dann guckst du dir die schön gemachten Straßen an in der Uckermark oder irgendwie alles schön renoviert ist in Dresden und denkst so, Alter, das ist irgendwie, irgendwas muss das was anderes sein. Das ist mir dann ein bisschen zu viel Gefühl, zu sehr gefühlte
Abgehängtheit, so sehr gefühlte, wenige Infrastruktur. Klar ist das jetzt irgendwie dann mit der AfD nochmal alles noch drastischer ausformuliert worden, was aber eh schon die ganze Zeit vorhanden war. Der große Witz ist ja, dass die Leute so unglaublich wütend waren auf Ausländer und es kaum welche gab. Und tatsächlich ist das jetzt zuerst gekommen, dass die Leute wirklich mal mit Ausländern reden können hier in Chemnitz, gefühlt seit der Flüchtlingskrise. Dass die da tatsächlich mal jemanden haben, den die alle ihre komischen Fragen dann fragen können. Vielleicht wäre alles irgendwie anders, wenn die Leute hätten einfach von Anfang an schon die Chance gehabt aufzuwachsen mit Leuten aus Syrien, mit Leuten aus der Türkei oder so. Ich habe halt Freunde, deren Familie haben sich zerstritten. So, ne, über die Flüchtlingspolitik. Da sind Hochzeiten abgebrochen worden. Also so ganz furchtbare Scheiße. So. Was man einen so ein bisschen ärgert manchmal, dass so getan wird, als ob das halt 2014, dann ist das alles losgegangen. Und das stimmt einfach nicht. So. Seit 30 Jahren wird Sachsen regiert von der CDU. Und seit 30 Jahren wird wirklich ganz klar gesagt, die große Gefahr für die Gesellschaft, die steht links. Während gleichzeitig rechtsradikale Strukturen super verharmlost wurden. Und dann, 30 Jahre später, sagt man so, wow, wo kommt das denn auf einmal her? Die AfD ist auf einmal am Start. Wir haben auf jeden Fall unser letztes Konzert gespielt in Dresden an einem Samstag. Und dann war so, wow, okay, großer Abschluss und Party und so. Und dann am nächsten Tag sind wir aufgewacht und haben so, schon so die ersten Bilder gesehen. Und haben gesagt, was geht ab in Chemnitz? Wir sind wieder halt zurückgefahren. Und ja, dann ging die ganze Scheiße los. Ein allererster Moment ist dann natürlich durch den Kopf gegangen, wie allen anderen auch, okay, scheiße, hier ist halt scheinbar jemand wirklich abgestochen worden. So, das war so das natürlich das allererste, was man so mitbekommen hat, wo man dachte, fuck, Alter, da ist wohl jemand gestorben. So. Und dann relativ schnell danach halt diese ganze Mobilisierung und dass dann halt wirklich dann Leute so durch die Stadt gesteppt sind. Damit hat natürlich niemand gerechnet, dass das so krass eskalieren konnte. Und dann gab es ja die ganzen anderen Demos noch. Und da ist ja noch mal alles mehr eskaliert. So. Wir wollten irgendwie noch was machen. Und dann saßen wir so in der Küche und so standardmäßig, okay, treffen wir uns, bevor wir weggehen. Und dann merkst du, dass einer nach dem anderen sagt so, ey, ich will nicht weggehen heute. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal in meinem Leben hatte, dass ich nachts nicht rausgegangen bin. Aber das ist halt vielleicht so ein Ding. Okay, dann ist es jetzt wenigstens einmal für die ganze Welt sichtbar gewesen. Jetzt kann man zumindest nicht mehr sagen, ja, es ist einfach, wir haben kein Problem mit Rechtsradikalen in Ostdeutschland. Nö. Wir hatten halt ein Vierteljahr vorher schon mal auch so eine Anti-Nazi-Demo gespielt in Chemnitz und dachten halt, dass es irgendwie komisch ist, jetzt nochmal das Gleiche zu machen. Und haben deswegen die berühmtesten Leute, die ich so im Telefonbuch hatte, einfach denen halt eine Nachricht geschrieben. Und die haben halt alle einfach zugesagt. Und das ist so ein zentrales Gefühl, was ich da hatte, weil wir sind mehr, worum es auch so allgemein, glaube ich, so ein bisschen ging auf dieser Veranstaltung. Dieses Gefühl, dass du nicht alleine gelassen wirst mit dieser Situation, sondern dass halt, wenn du Leute dann um Hilfe bittest, dass die dann auch kommen und dass die dich nicht alleine lassen. Ich würde nicht hier wohnen, wenn ich mich nicht hier wohlfühlen würde. So. Ich wohne nicht in Chemnitz, weil ich denke, das ist hier ein sozialer Auftrag. Das ist kein soziales Engagement, in Chemnitz zu wohnen. Das ist einfach, ich wohne hier, weil hier geile Leute sind. Und das ist einfach cool, hier zu wohnen. Das war Germania mit Kummer. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Channel und schaut euch die nächste Folge an. Ich habe ein paar angeguckt, ich habe sehr viele eigentlich angeguckt und die sind alle sehr gut.